Hallo und willkommen auf Frau Farbenfroh, ihren Kanal. Ja, genau, ihr seht richtig, ihr seid richtig. Heute ist Frau Farbenfroh nicht präsent. Sie macht heute mal eine kleine Pause. Ich gönne es ihr vom ganzen Herzen. Sie hat mich gebeten, sie mal zu vertreten für ein Video. Und das mache ich doch sehr, sehr gern. Ihr wisst ja genau, sie macht Flocktober. Und ich muss sagen, sie macht es bisher wirklich wunderbar. Jeden Tag ein Video online zu stellen und das mit zwei Kindern, und sie ist auch so eine ganz liebe, ihr kennt sie ja alle von YouTube, und ich habe sie jetzt auch privat ein bisschen kennenlernen dürfen. Leider haben wir uns noch nicht live getroffen dieses Jahr, aber ich hatte sie letztes Jahr auf der Babyweltmesse kennengelernt als sozusagen Fangirl und habe sie danach ja über Instagram kontaktiert, über diese Insta-Direktnachrichten, und ich durfte sogar schon in zwei Videos mitwirken, und deswegen war es für mich selbstverständlich, sie heute hier zu vertreten, damit sie eine kleine Pause haben kann und ihren Termin nachgehen kann und ja, und was sie da noch so alles vorhat. Und ich wollte nämlich für meine Tochter, sie hat nächsten Monat Geburtstag und wird schon 4 Jahre, wollte ich gerne zeigen, was ich so vorbereitet habe für die Geburtstagsfeier. Und ich hoffe, euch interessiert sowas. Wenn ja, dann freut es mich sehr. Und ansonsten, ich wünsche euch einfach viel Spaß bei diesem Video und wir fangen einfach direkt an. Und zwar war ich mit meiner kleinen Tochter, wie gesagt, sie wird 4 Jahre, einkaufen. Sie durfte sich alles selbst aussuchen. Deswegen alles, was ich euch zeige, ist auf dem Mist meiner Tochter gewachsen. Und zwar hat sie sich als erstes diese Tüte ausgesucht mit Mickey Maus. Und in dieser Tüte hat sie alles gesammelt, was sie für den Geburtstag haben möchte. Ja, und das zeige ich euch jetzt sehr gerne. Fangen wir einfach mal an. Ich greife da mal rein. Und zwar hat sie sich als allererstes ausgesucht ein paar Servietten. Und zwar in Lila. Ja, sie hatte das Rote in der Hand, aber ich finde, das passt nicht zum Thema. Das Thema, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, soll Frozen sein. Also sprich, ich werde dann noch bei Gelegenheit nochmal einkaufen gehen und ihr denn so Plastikgeschirr mit Frozen, also Eiskönigin, kennt ihr sicher, also Becher und Teller werde ich dann noch besorgen. Und ich dachte, dazu passen dann lila Servietten besser als wie die roten, als wie sagt man nicht. Mein Deutsch ist heute miserabel, entschuldigt mich. Also was ich jedenfalls sagen wollte, lila Servietten viel passender zu Frozen. Und ja, die hat sie sich dann halt selber ausgesucht. Dann greife ich nochmal in die Tüte rein und da kommen mir auch schon solche Partytröten entgegen. Ja, das sind 6 Stück und es werden 5 Kinder eingeladen. Sie wird zwar als 4 und sollte nur 4 Kinder einladen, aber sie wollte dann die halbe Kindergartengruppe einladen und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir aus 4 5 und dann sind es mit ihr 6 und dann passt es ganz gut. Und deswegen, ja, 6 Partytröten mit Happy Birthday drauf. Und dann können sie schön pfeifen und Musik machen. Dann greife ich wieder rein in die Tüte. Da habe ich dann 10 Partytüten. Da hat sie sich dieses Design ausgesucht mit einem Krokodil und Streifen. Es gab noch viele, viele andere Tüten mit Mickey Maus und in Rosa, in Blau, mit, ich glaube, mit Feuerwehr und also ganz viele verschiedene. Und sie hat sich aber für dieses Design entschieden und ist auch völlig in Ordnung, denn es ist ihre Party und sie darf entscheiden, was sie verschenken möchte. Das sind nämlich die Geschenketüten für die Gäste. Die befülle ich dann und was da reinkommt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar hat sie sich da einmal ausgesucht. Das sind so eine Goldmünzen, so eine Schoko-Goldmünzen. Die kennt sicherlich jeder. Und da packe ich einfach ein paar in jedes Tütchen. Dann hat sie sich noch ausgesucht Lollis. Und zwar diese hier. Die kennt man so von früher. Das sind die ganz einfachen Lollis, die ist so früher. Also die habe ich früher immer gegessen schon. Und da packe ich jedes Kind ein Lolli ins Tütchen. Wie ich die Tütchen befülle, das zeige ich euch im Anschluss. So, dann hat sie sich noch ausgesucht das Wichtigste eigentlich, und zwar Einladungskarten. Und zwar Einladungskarten. Und da hat sie sich diese hier ausgesucht.
Fünf Kindereinladungen ist genau passend, da sie ja fünf Kinder einladen möchte. Und hinten drauf steht Liebe, Punkt, 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 zu meinem Geburtstag, Punkt, 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 am, Punkt, 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 um, Punkt, Punkt, Punkt. Also hier ist der Text, man kann das dann alles eintragen. Und lade ich dich herzlich ein und würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Viele Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also die Karten finde ich sehr süß und durften natürlich mit. Haben übrigens auch nur 1 Euro gekostet. So, dann habe ich mitgenommen, natürlich ganz wichtig, Luftballons. Das sind 8 Stück. Und da steht jeweils immer, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier erkennt, da steht immer Happy Birthday drauf. Und ja, wenn die aufgeblasen sind, aufgepustet sind, dann sehen sie bestimmt sehr schön aus und kommt in jeden Beutelchen ein Luftballon rein. Dann hat sie sich noch ausgesucht für ihre Geburtstagstorte. Das ist eine Geburtstagskerze mit Musik, und zwar diese hier. Die macht sogar Musik, das finde ich sehr toll. Happy Birthday to you. So, ja, auf jeden Fall diese Kerze durfte mit und die kommt dann auf ihre Torte drauf und spielt dann Musik ab. Und ich weiß gar nicht, kann man die anzünden? Ja, man kann die dann hier oben auch richtig anzünden. Hier ist sogar eine Anleitung. Beim Entzünden der Flamme beginnt die Kerze das Lied Happy Birthday zu spielen. Also es ist sehr praktisch. Also wenn man die Kerze anzündet, dann spielt sie automatisch dieses Lied. Und ansonsten, wenn man testen will, drückt man halt hier oben auf diesen Knopf. Finde ich sehr toll und hat auch nur 1 Euro gekostet. So, und dann habe ich nochmal Einladungskarten gekauft, weil ich mir dann nicht sicher war, ob sie die dann wirklich haben möchte. Und zwar habe ich dann diese hier genommen. Finde ich persönlich auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie nur diese möchte oder diese, aber ich denke, diese passen besser zu ihr, so schön mädchenrosa, und die werde ich dann wahrscheinlich für meine große Tochter verwenden. Die hat nämlich dann einen Monat später Geburtstag. So, die Tüte ist damit leer und passend zu Floktober und Halloween hat sich das Mäuschen noch einen Hut ausgesucht, und ja, der sieht total süß aus, wenn sie den aufsetzt, und der hat, glaube ich, 2,99 € nur gekostet. Und wenn wir dann zu Halloween um die Häuser ziehen, darf sie den dann aufsetzen und kriegt hoffentlich viele Süßigkeiten. Ja. Ach so, und eins noch. Und zwar gestern waren wir noch mal Schuhe kaufen und wir wollen nämlich in einen Indoor-Spielplatz feiern. Das hat sie sich gewünscht. Und deswegen hat sie sich diese Ballerinas ausgesucht und hat mich dann gefragt, ob sie dann diese im Indoor-Spielplatz tragen darf. Natürlich darf sie die da tragen. Weil wer einen Indoor-Spielplatz kennt, da muss man meistens barfuß laufen oder so mit Anti-Rutschsocken. Und sie wollte dann gerne Ballerina-Schüchchen und die dann da anziehen auf ihren Geburtstag. Also ich verkleide sie dann so richtig als Prinzessin. Wahrscheinlich hole ich ihr noch ein Eisköniginkleid. Und das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Aber ja, auf jeden Fall bekommt sie die Schuhe dazu und ein Kleid an. Und dann ist sie auf ihrem Geburtstag im Indoor-Spielplatz dann die Prinzessin und wird hoffentlich eine schöne Party haben. Ja, ich überlege gerade, ob ich euch noch die Geschenke zeigen soll. Ich denke mal, es würde ja ganz passend sein. Denn ja, ich glaube, das mache ich einfach. Ich hole mal schnell die Geschenke und zeige sie euch. Und dann wisst ihr wenigstens noch, was sie bekommt. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierher schon gut gefallen. Und wenn nicht, schaltet einfach jetzt ab. Da bin ich wieder. Da diese Feier in diesem Indoor-Spielplatz sehr teuer wird, ich habe da einen Tisch bestellt. Und für 8 Kinder und ein paar Erwachsene und Torte und Essen und Trinken wird es circa um die 120 Euro kosten, dieser Tag, diese Feier am Indoor-Spielplatz. Deswegen haben mein Mann und ich beschlossen, bleiben die Geschenke klein gehalten, und deswegen bekommt sie von uns zum Geburtstag hier so ein Playmobil, nee, Playmobil, genau, Play-Doh-Set, und zwar ist es ein Pizza-Party-Set von Play-Doh, weil sie knetet zurzeit sehr gern und das möchten wir natürlich unterstützen und fördern. Genau, einmal dieses Set. Und weil natürlich das Motto Eiskönigin ist und sie sich unbedingt einen Tisch wünscht, einen Schminktisch, weil sie immer sieht, wie ich mich an meinem Schminktisch schminke, wollte sie gerne einen eigenen. Und tada, haben wir uns gedacht, bekommt sie natürlich einen eigenen Schminktisch. Also den hat sie sich auch selber ausgesucht. Den habe ich gekauft bei MyToys. Ich bin nicht gesponsert oder so, sondern den habe ich selber gekauft.
Der war bei Meitus nämlich von, ich glaube, 59 Euro auf 39 reduziert. Also es waren gerade Prozente. Das ist schon 2, 3 Wochen ungefähr her. Und da habe ich natürlich zugeschlagen und habe ihr diesen Tisch bestellt. Sie hat ihn sich selber ausgesucht. Es gab auch von Hello Kitty oder Mickey Mouse oder einfach nur in Pink. Sie wollte gern von Eiskönigin und den bekommt sie natürlich so. Und das war jetzt erstmal schon das Video über die Geburtstagsdekoration oder Geschenke. Und jetzt werde ich die Tüten noch einpacken, da nehme ich euch sehr gerne noch mit. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal und ich hoffe, euch hat diese diese Vertretung hier auf Julis Kanal gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gern einen Daumen nach oben. So, und jetzt habe ich absolute Sprachstörung. Ich habe lange kein Video mehr gedreht und man merkt es auch. So, ich zeige euch jetzt so noch, ja, wie ich die Geschenke einpacke. So, und das sind jetzt zwei Tüten. Und zwar mache ich eine Tüte für ein Mädchen. Da ist alles so ein bisschen in rosa. Und die andere ist dann für einen Junge. Und ja, da nehme ich dann so eine Tüte. Und da packe ich hier einen rosa Lolli rein. Und ein rosa Luftballon. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Dann kommen drei solche Taler da rein. Und eine von diesen Tröten. Genau. Und das wäre dann die Tüte für ein Mädchen zum Beispiel. Und wie gesagt, die andere Tüte ist für einen Jungen. Da mache ich dann einen blauen Lolli rein, einen blauen Luftballon. Auch drei Taler, Schokotaler. Und die Tröten gibt es ja leider nur mit rosa. Da müssen sie dann nun durch. Ja, und das wäre dann die Tüte für einen Jungen. Und ich glaube, ich werde eben noch ein Ü-Ei reinpacken, also ein Überraschungsei. Oder vielleicht eine Kleinigkeit zum Spielen zum Beispiel oder irgendwie zum Dekorieren. Bei den Mädels würde ich zum Beispiel dann ein paar Haarspangen reinpacken. So für 99 Cent bekommt man die manchmal bei DM und so oder Haargummis. Und bei den Jungs würde ich vielleicht ein kleines Spielauto reinpacken. Ja, also das war nun mein Geburtstagsvideo für meine kleine Tochter. Und ja, ich verabschiede mich von euch und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.